Wenn die Axt in den Kopf platzt, ist es Platz Axt. Ja, Freunde, wie ihr vielleicht unschwer erkennen konntet an diesem grandiosen Intro, welches ich gerade für euch extra gezaubert habe, nachdem ich eiskalt duschen war. Und ja, eiskaltes Duschen soll was bringen. Und mein Schwanz durch die Kälte von 6 auf 3 cm geschrumpft ist, präsentiere ich euch heute eine neue Platzaxt-Folge. Und zwar haben Bösemann und Fato aka Fatbeats aka George Clooney aka er ist in jedem meiner Twitch-Streams mit am Start. Ehrenmann! Ein wenig Real Talk über Propaganda, der Krieg, der vielleicht, höchstwahrscheinlich in Kosovo ausbrechen wird, über Frieden und einige Reaction-YouTuber. Und da werden wir natürlich hellhörig. Um wen geht es? Was sagt er da? Ich würde mal sagen, das ist genug Futter für uns, um das Ganze interessant zu machen, ein wenig zu würzen. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken dabei. Und let's go! Platzachs 34, boah. Ich bin Fato Fatbeats, neben mir steht Bösemann mit dem freshen Bart. Blanco. Der einzig wahre Lächeln. Was geht ab? Geht. Bruder, erstens, er sitzt und steht nicht. Und zweitens, ich weiß nicht, den Bart feiere ich irgendwie nicht an ihm. Das sieht so ungewohnt aus. Das passt nicht zu seiner Art. Das passt nicht zu seinem Style. Er hätte hier auch einen Bart wachsen lassen müssen. Das wäre stramm gewesen. Oder der muss sich so einen Bart wie ich machen. Boah, das wäre mies. Oder, und jetzt kommt wieder mein 1-Million-Euro-Tipp. Ich habe schon so viele solcher wirklich wertvollen Tipps einfach so verschenkt. Mir nichts, dir nichts. Und jeder von euch da draußen kann auch davon profitieren. Bösemann könnte, wenn er will und wenn er sich denkt, ich habe Bock, ein bisschen Hollywood-mäßiger auszusehen. Er könnte, die Betonung liegt auf nein, aufs Mewing machen. Was ist Mewing? Mewing bedeutet, ihr tut eure Zunge, hier ist die Oberdings von eurem Mund, ja? Rachen, nein, Rachen nennt man das nicht. Auf jeden Fall diese Oberding von eurem Mund hier drin. Das ist das, okay? Das ist eure Zunge. Bei vielen Menschen liegt die Zunge unten auf. Bei einigen ist die Spitze hier. Die Spitze von der Zunge ist hier. Und ihr müsst von der Nase atmen, ne? Aber wenn ihr Mewing macht, versucht ihr eure ganze Zunge hier oben zu halten und zu drücken. So 20 Minuten am Tag hartes Mewing, hart drücken. Oder ganz normal drauf lassen auf entspannt. Wie macht ihr das? Ihr lacht, schluckt. Dann ist eure Zunge schon in der richtigen Position. Und das macht ihr bewusst die ganze Zeit. Den ganzen Tag über. Wann immer ihr euch daran erinnert, macht ihr das und haltet es so lange wie möglich. Und immer schön aus der Nase atmen. Was passiert dann? Ihr kriegt eine Gesichtsform wie Thanos. Wie die ganzen Hollywood-Stars mit ihren markanten Gesichtern. Hier so richtig schöne Wangenknochen. Kommt hier runter, so wow, und dann so schön. Und man sieht von der Seite richtig euren Kiefer. Ja, es gibt ja Leute, die haben keinen Kiefer. Man sieht das richtig stark. Es ist ausgeprägt und ihr strahlt dadurch auch noch mehr Männlichkeit aus. Okay? Der Böse hat es nicht nötig. Aber stellt euch einfach mal vor, er hätte so einen Kiefer oder so. Es würde hier rausragen. Aber ich denke mal, wir sind schon viel zu weit abgeschweift. Weiter geht's. Haben die deinen Arm rasiert oder was? Ich hab mir eine Tattoo gegönnt, auf jeden Fall. Und hat er hier so mein Ding rasiert. Das sah so furchtbar aus. Und dann war ich gezwungen irgendwie. Hast du die andere Seite auch? Ja, was soll ich machen? Aber dann, wie sieht das aus hier? Ja. Die, auf jeden Fall. Was ist da drauf? Was? Das ist Gjergjis Topoli. Auch genannt der albanische Che Guevara. Sehr, sehr stabiler Mann. Ich finde, also der hat es auf jeden Fall verdient, verewigt zu werden. Genauso wie Mizzoccoli, den ich ja hier drauf habe. Mizzoccoli, das ist Mizzoccoli, der die Kanonenkugel mit seiner Brust abgefangen hat, um seine Kameraden sozusagen zu schützen. Okay. Ja, genau. Und hier oben ist das Skanderbeg, über den brauchen wir gar nicht reden. Das ist der Baba, der Albaner. Der will sich jetzt noch rausziehen und den Rest zeigen. Nee, das machen wir nicht. Gott sei Dank. Machen wir nicht. Okay. Nachher fallen noch irgendwelche Schnecken tot um. Bruder, nicht nur Schnecken würden dann tot umfallen. Ich würde tot umfallen und 99% der restlichen Zuschauer hier würden tot umfallen. Natürlich nicht diffamierend gemeint, sondern weil wir deinen adonisgleichen Körper bewundern dürften. Placo. Apropos vor der Kanonenkugel. Du warst ja jetzt in Urlaub und unter anderem warst du auch in Kosovo. Und da gab es leider irgendwelche Zwischenfälle an der Grenze. Was war denn da los? Ja, also ich sage jetzt mal, das waren nicht die üblichen Scharmutzel, so, die da zugange waren, sondern tatsächlich ist die Sache mal kurzzeitig eskaliert. Okay. Unser Premier hat Albin Kurti hat eine neue Regelung erlassen, dass Serben mit
also albanische Papiere nur noch die Grenze übertreten dürfen. Mhm, okay. Was vorangegangen ist, dass das von serbischer Seite aus von schon immer so gewesen ist, dass sozusagen Albaner sein. Ja. Genau. Also die Serben erkennen ja kosovarische Papiere nicht an, den kosovarischen Ausweis, und auch mussten sie die Kennzeichen abkleben und lauter solche Sachen. Lauter das so war ein Ding. Deswegen hat der Albin Kurti sozusagen darauf auch und so bestanden. Der hat jetzt auch darauf reagiert und hat gesagt, okay, wenn ihr das so wollt, dann wollen wir das jetzt auch so. Ist eigentlich zurecht. Ja. Ist eigentlich gerechtfertigt eigentlich, ne? wenn wir da, wie soll ich sagen, oder wenn jetzt ich feiere nicht dadurch. Benutzt das Flugzeug. Ja. Genau. Nicht aus irgendwelchen niederträchtigen Gründen oder aus irgendwelchen nationalistischen oder rassistischen Gründen, sondern einfach nur aus dem Grund, dass ich keinen Bock 15 Stunden lang im Auto zu sitzen. Was für 15 Stunden ist ja noch gut. Also ja, teilweise 22 Stunden. Über 20 Stunden. Auf jeden Fall. Den Stress will ich mir gar nicht geben. Ich sitze in den Flieger rein und bin in 2 Stunden. Also muss ich mir jetzt den Stress geben. Oder? Du gibst dir den Stress, wenn du im Auto fährst. Safe auf jeden Fall. Ja. Genau. Und da ist wieder Blaulicht gegangen hier, Mann. Das ist mir auch mies aufgefallen bei allen Gangstern da draußen. Sobald die Blaulicht hören, Mimik komplett anders. Die denken immer, Blaulicht wäre wegen denen da. Das war höchstwahrscheinlich ein Krankenwagen, der eilig hatte und keine Ahnung, Pizza abholen wollte oder so. Ich küsse doch deren Herzen. Das sind aber nicht wegen uns da, weil wir sind friedfertige, rechtschaffende Bürger Deutschlands, also wir brauchen die nicht, selbstverständlich. Und es war ja genau zu dem Zeitpunkt, wo ich auch da war, hat es auch kurz geknallt. Es wurde auch geschossen. Es wurde tatsächlich geschossen. Von der anderen Seite aus. Genau, nicht jetzt von unserer Seite aus, sondern von der anderen wurde geschossen. Und natürlich sind dann alte Veteranen und Reservisten, sage ich jetzt mal, alarmiert. Ja? Mhm. Und im Gegensatz zu welchen, zu, ich habe ja ein kurzes Statement sozusagen gegeben, um kurz auch meine Community zu benachrichtigen, was da gerade los ist, und habe auch kundgetan, dass ich auch bereit bin, sozusagen hier meinem Vaterland beizustehen, wie auch immer es sein muss. Also so wie jeder andere das auch machen würde, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der ein oder andere hat das auch ein bisschen falsch aufgenommen, das, was du da gesagt hast. Ja, natürlich. Dein Statement halt sozusagen. Richtig, das wurde dann direkt als Kriegstreiberei und Kriegsbefürworter oder sonst irgendwie dargestellt, was natürlich völliger Blödsinn ist. Und der Letzte, der Krieg will, bin ich. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Ich habe es auch mitbekommen. Da gab es einige Leute, die haben gegen ihn geschossen deswegen, also verbal geschossen auf TikTok und so. Er meinte, ich bin hier in meinem Land, ich bin bereit, in den Krieg zu ziehen. Jeder unserer Leute sollte das auch machen, wenn es hart auf hart kommt. Ihm wurde vorgeworfen, wieso sagst du sowas? Wieso hast du nicht zum Frieden aufgerufen? Denk mal, er wird das jetzt hier erklären, aber diese Thematik haben sehr, sehr viele mitgekriegt, unter anderem halt auch ich. Wir sind absolut gegen Krieg. Der Letzte, der einen Krieg befürwortet, bin ich. Ich habe den Krieg hinter mir, ich habe gesehen, was ein Krieg bewirkt, ich habe gesehen, was ein Krieg aus Menschen macht, aus Unschuldigen, aus Zivilisten. Der Leidtragende in so einem Krieg ist immer der Unschuldige, ist immer der Schwache. Ja, die in dem Fall sind das Kinder, Alten, Frauen und die Alten. Das sind die Leidtragenden des Krieges. Das Volk. Damals, ich rede jetzt von damals. Damals war es jetzt nicht die Zeit wie heute. Heute ist Kosovo gut aufgestellt mit einer eigenen Armee, mit Spezialkräften, mit einer gut funktionierenden Polizei und so weiter und so fort. Damals war das natürlich alles anders. Aber darüber werde ich nicht reden. Auch aus Respekt den gefallenen Kameraden gegenüber. Aber auch aus Respekt den unschuldigen Zivilisten gegenüber, die damals ermordet wurden und massakriert wurden und so weiter und so fort, werde ich einen Teufel tun und mich hier hinstellen und über solche Sachen nicht entweder mich damit brüsten oder sonst irgendwas. Weil das hat mit dem, was wir hier machen, gar nichts zu tun. Ja, aber Krieg gar nichts. Krieg ist was ganz, ganz Schlimmes. Krieg ist das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Ich sag mal so, ich rede jetzt ja gerade hier von meinem Vaterland, von Albanien und Kosovo, das gehört ja zusammen, wir reden dieselbe Sprache. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch patriotisch zu Deutschland stehe. Sollte, wir hoffen das nicht, wie gesagt, aber sich so ein Zustand hier, sage ich mal, ergeben sollte, dann werde ich auch nicht zögern, um meine Heimat, in dem Fall dann Deutschland, zu verteidigen. Also da lasse ich mich nicht lumpen. Und ich denke mal, da werden mir auch sehr viele recht geben. Also wie gesagt, wir sind, das hat jetzt hier weder was mit Kriegstreiberei zu tun noch sonst irgendwas. Ne? Aber es ist nun mal so, dass wir, das, was passiert ist, ja, 2 Flugstunden von uns, von hier passiert ist. Also nicht weit weg. So. Was in der Ukraine passiert ist, auch nicht weit weg von uns. Ja, das sind genau. Was in den anderen Ländern passiert ist, auch Realität. Es ist nicht zu verharmlosen oder zu ignorieren. Es ist jetzt langsam Alltag geworden. Ja, aber man kann sehen, wie schlimm das ist. Der Krieg ist Alltag geworden. So für die Menschen ist es eigentlich nichts mehr Besonderes. Man muss aber hier dazu sagen, wir sind ja kein politisches Format und so weiter. Aber was meint er mit, der Krieg ist nichts Besonderes? Ja, ich verstehe, worauf er hinaus will, weil du hörst nur noch Krieg hier, Krieg da, Krieg tralala. Vor allem mittlerweile ist es ja auch schon in Europa und es ist komplett Standard für uns geworden. Das Einzige, was uns aber hier in Deutschland an Krieg abfuckt, sind die steigenden Preise. Warum? Weil die Politik sich zu hart eingemischt hat, Sanktionen, bla bla bla. Worunter jetzt das Volk leidet, was eigentlich gar nichts mit diesem Krieg dort zu tun hat. Aber dieses Land hier, in dem wir uns befinden, hat 2 der größten Kriege
Kriege, die zwei größten Kriege angezettelt, gestartet, für sehr, sehr viel Leid gesorgt. Die älteren Leute hier, das in deren Blut mäßig drin, die haben das noch mitgekriegt von ihren Eltern, wie es war, wie scheiße das war. Viele von uns haben Krieg auch irgendwo mitgekriegt. Ja, ich bin im Krieg geboren, habe meine ersten Jahre dort verbracht, bis meine Eltern dann hier nach Deutschland geflüchtet sind. Krieg begleitet uns tatsächlich immer und überall, was sehr, sehr schade ist. Ihr müsst bedenken, wir sind eine Rasse. Stellt euch vor, ihr seid ein Außerirdischer und ihr beobachtet die Erde. Genauso wie zum Beispiel kleine Kinder, 13-Jährige, 14-Jährige, so ein Ameisenhaufen, Stall, wie auch immer man das nennt, bekommen. So ein Aquarium, wo Ameisen drin leben und er beobachtet sie. Er sieht sie als sein Volk an und merkt auf einmal, es bilden sich bei den Ameisen Gruppierungen, die bekriegen sich gegeneinander. Eigentlich könnten die richtig harmonisch und schön leben, aber nein, die machen es nicht, weil in deren Blut dieses Kriegstreiberische, dieses Egoistische, dieses Böse steckt. Natürlich würdet ihr euch dann als souveränere Rasse, Spezies denken, die sind aber komisch, warum machen die das? Es ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber wir als Menschen scheinen wohl so zu sein, was sehr traurig ist. Nicht alle, aber einige. Und wenn wir das jetzt schon angefangen haben, dann würde ich das schon gerne ein bisschen, ein bisschen erläutern. Es ist ja tatsächlich so, das Erste, was im Krieg stirbt, das Allererste, ist die Wahrheit. Ja. Und man kann jetzt gut sehen, der Krieg in der Ukraine, der tobt ja immer noch. Der tobt immer noch und es wird Propaganda betrieben von allen Seiten. Das ist eigentlich, macht den größten Teil des Krieges aus. Ich sage jetzt mal, von einem Schuss, von einer Kugel, die fliegt, macht diese Kugel, sage ich jetzt mal, ein paar Prozent aus. Mal von den ganzen anderen Sachen. Also wie gesagt, wir distanzieren uns absolut von Gewalt und Krieg und alles. Ja. Aber der größte Teil des Krieges wird von Propaganda dominiert. Und das ist halt gerade das, was auch jetzt, was gerade herrscht, diese Propaganda. Ich meine, was nicht zu verleugnen ist, ist die Tatsache, dass die Preise hier bei uns ins Unermessliche steigen, die Inflation steigt. Es wird eine künstliche Armut erschaffen. Wer dafür verantwortlich ist oder wer dafür zur Rechenschaft, zur Rechenschaft gezogen wird letztendlich. Das ist mal dahingestellt. Bruder, warum ist das denn dahingestellt? Ich küsse doch dein Herz. Du bist doch der dafür bekannt ist, der Eier hat. Sag doch einfach, Amerika steckt dahinter. Wie bei vielen anderen Sachen auch. Die sticheln die Deutschen die ganze Zeit. Piek, piek, piek. Macht, macht, macht. Was macht ihr? Nenni, kommt ihr am Ende des Jahres an und bezahlt hier unsere Stromrechnung? Kommt ihr am Ende des Jahres an und bezahlt unsere Gasrechnung? Bezahlt ihr unsere über 50% gestiegenen Preise bezüglich Nahrungsmittel, die wir tagtäglich brauchen? Nein, macht ihr nicht. Was ihr macht ist, damals Angela Merkel abhören, die Bundeskanzlerin abhören und danach lachen. Hä? Das ganze deutsche Volk abhören, atomwaffenmäßig hier bunkern. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Da fing es bei mir an, dass ich langsam, ganz langsam anfing zu zweifeln. Ich war in der Bundeswehr, es ist jetzt genau 20 Jahre her. In Hermeskeil, Raketenartilleriebataillon 52. Wir mussten von unserer Kaserne aus Leute zu einer Ami-Kaserne schicken, um da für die Wache zu übernehmen. Das heißt, ihr sitzt da die ganze Nacht, was auch nicht schlimm ist. Ne? Man bestellt sich Pizza, du bist mit deinen Leuten, ihr lacht, ihr habt Spaß, aber ihr müsst halt die ganze Nacht wach sein. Ihr wechselt euch ab mit dem Schlafen. Aber worauf ich hinaus will ist, wir waren die Hunde von denen. Warum haben die es nicht selbst gemacht? Und wir haben halt gesehen, wie die sich dort benommen haben. Die denken, die wären was Besseres als Deutsche. Zumindest haben die uns das spüren lassen. Sind da rumgelaufen mit Unterhemd, keine Disziplin, haben die Sau rausgelassen. Und ab diesem Tag fing es bei mir an so, klick, irgendwas stimmt hier nicht. Da habe ich unseren Oberfeldwebel, der mit uns war, gefragt, der so, ach komm, lass mich nicht mit dem Thema anfangen. Du siehst gerade mal die Spitze des Eisberges. Aber ich sag mal so, wir sind nicht weit weg vom Krieg. Ist vor unserer Haustür. Wie heißt es so schön? Keiner liebt die Krieger oder niemand liebt den Krieger, bis der Feind vor den Toren steht. Ja, genau. Tatsächlich. Und es ist tatsächlich so. Wie gesagt, der Letzte, der einen Krieg befürwortet oder für einen Krieg ist oder Hetze betreibt für einen Krieg oder sonst irgendwas, bin ich. Dann bist du das genaue Gegenteil der Amis. Und ich rede hier nicht vom Volk. Das Volk leidet selbst unter der Regierung dort. Ich rede von den ganzen Kriegstreibern. Leute, Präsidenten, die den Friedensnobelpreis erhalten, aber die meisten Kriege überhaupt gestartet haben. Schaut euch mal die Liste an. Welches Land die meisten Kriege auf diesem Planeten gestartet und geführt hat? Welches Land die meisten Todesopfer resultierend aus diesen gestarteten Kriegen zu verschulden hat? Dreimal dürft ihr raten.
Und es ist vollkommen egal, welcher der Präsidenten. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Präsis, die sich da befinden, in ihren Ämtern, einfach nur irgendwelche Marionetten sind. Okay, Trump war da vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, deswegen wurde auch so viel Propaganda gegen ihn gefahren. Wobei seine Politik, die er gefahren hat, auch nicht so gut fand. Aber schaut euch mal Biden an. Es gibt so viele Ausschnitte über diesen Typen, wo du dir denkst, der Typ muss doch ein Roboter sein. Das ist doch ein Bot, das ist ein NPC. Was? Liest Sachen vor, nennt die Ukrainer Iraner. Ich meine, der ist ein Präsident. Vor allem nicht irgendeiner, sondern der Präsident des mächtigsten Landes dieser Welt. Aber Politik im Allgemeinen, ob nun russische Politik, ukrainische Politik, amerikanische Politik, US-amerikanische und so weiter und so fort. Weg, Abstand, mit allem weg. Das ist, bin ich auf jeden Fall der Letzte. Aber ich bin auch der Letzte, der mein Vaterland oder auch hier in Deutschland, meine Heimat, nicht verteidigen würde. Auf jeden Fall, Plöcke, ja, weil du warst ja eigentlich da, um sozusagen Urlaub zu machen. Leider hat das auch mit ein bisschen negative Sachen in sich getragen, dein Urlaub sozusagen. Aber ja, es gibt auch, man kann sagen, wo wir hier jetzt sind, sozusagen so positive Vibes auch. Lass mal den Krieg auf Seite jetzt. Genau. Und auf das Positive zu gehen. Wir haben vor knapp einer Woche den Song Barrio veröffentlicht. Und, das war was Positives, finde ich. Das war was Positives, was Schönes, was genau. Sehr Vibes gibt. Positive Vibes auch und so weiter. Genau, ja. Genau. Und war ungewohnt. Auch sehr, sehr gut an. Genau, aber auch wie auch in dem Song, wo gute Sachen sind, sage ich jetzt mal, wird da nicht so gern darüber berichtet oder auch reacted. Ich habe jetzt ein kurzes Statement, das ging ein paar Sekunden, das geht durch die ganzen Internetmedien und so weiter. Die Menschen oder diese ganzen Nachrichtenportale im Internet. YouTuber und überall, die ganzen YouTuber und so, die sind halt dann, da sieht man dann schon richtig, die sind halt auf Krawall aus. So, ne? Also meinst du so, dieses ganze Negative, hauen die voll rein sozusagen, ja, und wenn jetzt hier sowas Positives, wenn was Gutes kommt, Mario so. Kommt und so, nee. Da sind die plötzlich gestoppt. Bis auf einen, kann man sagen, und zwar den Ding Marvin. Ah ja, Marvin California. Der hat auch sogar den Song in seiner Playlist reingestellt. Aber was hat denn eigene Playlist? Ja, weiß ich gar nicht, ich bin gar nicht so fit, was das angeht. Und der weiß das zu schätzen, okay, diese positiven Vibes. Also Respekt, Marvin, auf jeden Fall. Okay, coole Sache, finde ich, auf jeden Fall. Ja, aber was hat das anderen, mit den anderen? Ja, was halt die anderen dann betrifft, sieht man ja, ist ersichtlich, braucht man gar nicht sagen. Das sind dann diese ganzen, ich stelle mir schon Fitnessstifter, ich habe das Wort Fitner, ich kenne das erst seit einem Jahr, ich kannte das ja nicht. Fitner, ja, ich habe das auch. Sobald es irgendwo knallt, da stürzen sie sich drauf wie die Hyänen. Sobald Bösemann irgendwie über irgendjemanden irgendwie herzieht oder negativ erwähnt, da stürzen die sich drauf wie Hyänen. Und dann wird das ausgeschlachtet. Dann wird das hier, oder werden die hier ihre Meinungen kundtun und wie hat er das wohl gemeint und ja und so und dies und das. Also, das ist nichts anderes wie diese ganze Kriegspropaganda, die betrieben wird. Ja? Also Gewalt auf Vergleich. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist Gewaltverherrlichung. Also das mit Marvin wusste ich. Ich habe ja gestern mit Bösemann telefoniert. Ich war ja der Einzige, abgesehen von Marvin, keine Ahnung, warum wir das nicht erwähnt haben, der den Song gepusht hat, mäßig. Habt ihr ja in meinen Stories und so gesehen. Die haben das ja auch repostet, sowohl Fato als auch Bösemann als auch Carmano. So, ich habe auch mit Böse darüber geredet, paar Stunden bevor die Platzaxt rauskam, habe ich mit ihm über diese Thematik gesprochen. Er nennt jetzt hier keine Namen, ich weiß, gegen wen er da schießt. Ihr könnt es euch vielleicht auch denken, es gibt nicht so viele Musik-Reactor da draußen, die auf Musik reacten. Wir reagieren ja gar nicht auf Musik, aber es gibt einige, die auf Musik reagieren, aber auch umgestiegen sind auf normale, also so Themen, wie wir das machen. Sophia. Gegen den ist er am Sticheln, weil er wohl auch gegen ihn geschossen haben soll. Ich habe das nicht mitverfolgt. Ich verfolge diesen Jungen nicht. Ich weiß nur, er hat eine Zeit lang Thumbnails von mir geklaut, Titel von mir übernommen. So. Ja, soll er machen. Geht mir am Arsch vorbei. Scheiß drauf. Das zeigt ja, so, er denkt sich, oh, das kommt gut an, dann mache ich das auch, übernehme ich das einfach mal. So, aber ich verstehe schon, worauf Böse hinaus will. Die Leute sind geil da drauf, das sind die Themen, die uns interessieren. Der Grund, warum ich auf seinen Song mäßig reagiert habe, er hat mir das gezeigt, er meinte, ey, hier, neuer Song, bla bla bla, gute Laune Song. Für mich war das überraschend, für mich war das erfrischend, ihn mal anders zu sehen. Er hat sich ja selbst auf die Schippe genommen und dann, bam, ballerst du eine Story, machst du Werbung dafür. Ich meine, ich bin ja gut mit denen, der Fator ist ja in jedem meiner Twitch-Streams am Start. Wirklich Kuss und Ehre an der Stelle. Geht raus für deinen Support. Er macht selber auch Twitch. Wird unten verlinkt. Könnt ihr abchecken. Nichtsdestotrotz muss man hier unterm Strich sagen, die Leute sind halt nun mal so. Ich persönlich schaue mir nur gerne solche Themen an. Beef dort, Krise hier. Der hat dies gemacht, der hat das gemacht. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich sehr, sehr viel helfe. Wie dieser Fall mit Saskia. Und kriege übertrieben schöne, süße Nachrichten.
Ich kann euch mal eins davon vorlesen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist das, was Bösemann an vielen anderen Reactern da draußen ankreidet. Die sind ja nur auf diese eklige Schiene. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann oder nicht. Eines der Nachrichten. Ich weiß ja nicht, wie aktuell du bist mit der Saskia-Thematik. Das Mädchen auf TikTok, die aufgrund ihrer geistigen Behinderung gemobbt wird. Aber durch deine Aufmerksamkeit auf das Thema mit dem YouTube-Video über Saskia hast du und wir, deine Mazdaq Army, einen Teil dazu beigetragen, dass sie jetzt so viele Unterstützer hat, dass sie jetzt noch kaum Hate- und Mobbing-Angriffe bekommt, was sehr, sehr stark ist. Davor waren ihre Kommentare überschwemmt mit Hate und Mobbing. Aber waren kaum welche drunter, die ihr Support zugesprochen haben. Leider. Du musst mal in den Kommentaren gucken, wie krass sie jetzt unterstützt wird. Und dafür wollte ich dir nur Danke sagen und ein Lob aussprechen. Wünsche dir noch einen schönen Tag, blablabla. Und das ist das, was sehr, sehr wichtig ist. Nur das Problem bei solchen Themen ist, und das habt ihr, diejenigen, die mich schon länger verfolgen, immer und immer wieder mitbekommen, solche Themen sind undankbar. Das Ding mit Murat, der gemobbte Junge. Ich wurde sogar zu RTL eingeladen, bin in mehreren Sendungen da aufgetaucht, also das Interview, was ich da geführt habe bezüglich der Thematik. Und sowas zieht einen langen Rattenschwanz mit sich. Polizei Bochum meldet sich, du musst das aussagen, du musst dies machen. Woher wusstest du das? Woher kam dies? Bla bla bla. Es ist mit sehr, sehr viel Arbeit und Stress verbunden. Aber man tut was Gutes. Und das habe ich bis jetzt immer sehr, sehr gerne getan. Und nicht nur in diese Richtung, sondern auch in die Richtung, dass ich irgendwelchen Influencern helfe oder Rappern, die auf einmal in ein schlechtes Licht gerückt werden. Ich meine, sehr, sehr viele melden sich bei mir. Ey Bro, das und das ist passiert. Kannst du dazu ein Video machen und das klarstellen? Ja klar, kann ich machen. Deshalb, ich verstehe schon, worauf die hinaus wollen. Über die Thematik habe ich auch gestern mit Böse am Telefon geredet. Aber du kannst nicht erwarten, dass Leute aus ihrem Schema ausbrechen und jetzt unbedingt auf deinen Song reagieren. Weil den Reaction-YouTubern auf Musik, davon gibt es halt einige, ist selbst überlassen, auf welche Musik sie reagieren. Ein gewalttätiger Song wird, der wird ausgeschlachtet, der wird präsentiert, ein Fehler, der gemacht wird, der wird präsentiert, der Fehler, ah, guck mal, hier war er nicht im Takt, oder hier, guck mal, hat er das gesagt, das passt doch gar nicht, oder, yeah, weißt du, das stürzen die sich drauf wie die Geier. Wenn aber mal was Gutes, oder was wirklich mal Positives, was Positives in einem Menschen bewirkt, da hält man sich dann zurück, ja, nichts Gutes über den, kein Wort verlieren, und ich sag mal, es gibt ja YouTuber und YouTuber, ja. Ich meine, teilweise ist es ja so, seine Titel stimmen ja mit dem Inhalt seiner Reaktionen. Aber mal, das ist wie Tag und Nacht, stimmt ja gar nicht. Also, weißt du, ich meine, der versucht die Leute so anzulocken mit seinen Titeln, so, weißt du? Und in einem Titel hat er mich mal irgendwie beleidigt. Ja, seht ihr, jetzt kommt's raus. Vielleicht sagt er gleich auch den Namen. Sofian. Ich hab's jetzt einfach ausgesprochen. Keine Ahnung, warum Bösemann seinen Namen nicht ausspricht. Ist passiert, wie gesagt, ich habe mit Böse darüber geredet. Für ihn, ihr wisst, ich bin ein anderer Mensch, wie er es ist. Er kann nicht über sowas stehen, hat er mir auch offen und ehrlich zugegeben. Weil am Ende des Tages, er ist ja kein YouTuber wie wir. Er ist nicht auf die Comedy-Schiene vielleicht. Es gibt ja verschiedene Arten von YouTuber. Sarkasmus-Schiene, Comedy-Schiene, vielleicht ernste Schiene, vielleicht harte Schiene. So, da muss man erstmal lernen, mit klarzukommen. Aber ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Und das war nicht in Ordnung von ihm, war nicht korrekt. Weißt du, der hat auch schon positive Sachen über mich gebracht oder auch, ich sage es mal, gesehen, oder auch mal neutral berichtet über gewisse Sachen, teilweise auch positiv und so weiter. Aber mit diesem Titel hat der das Ding zunichte gemacht, alles. Hat er das alles zunichte gemacht. Ja, und da kann man ja sehen, was er will. Ja, richtig. Und ja, auch jetzt wieder zum Beispiel, genau, über unseren Bruder AZ zum Beispiel. Auch wieder. Ja, stimmt, da war ja sein Titel, da stand ja Enttäuschung pur oder irgendwas. Das Ding geht durch alle, das Ding geht durch alle Dinge, so, weißt du, und ja. Der kommt ja mit Enttäuschung, keine Ahnung was. Aber das sind halt so diese Methoden, wo sie die Leute locken, so, um dann da drauf zu kommen. Das ist ein Skandal hier. Bruder, ich küsse doch dein Herz. Ich meine, wenn du das jetzt guckst, als außenstehender Beobachter dieses Videos, könntest du auch quasi denken, man könnte ja Mazdaq damit meinen. Wobei, ich bin ja kein Musik-Reaction-Typ, der auch Musik reagiert, das weiß man ja. Die haben das ja gerade klargestellt hier mit AZ. Enttäuschung pur, da war wohl irgendwas mit... Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Irgendwas war da, aber ich kriege ja die Videos von diesem Sofian auch vorgeschlagen. Da war irgendwas, da hat der AZ reingepackt und der reagiert ja übertrieben viel auf Musik. Aber ich meine, worauf ich hinaus will ist, Bro, sag doch seinen Namen. Warum sagst du heute keinen Namen? Was ist los mit dir? Ich küsse doch dein Herz. Ah ja, aber doch nicht auf meinen Nacken zum Beispiel.
Oder auf mein Gesicht, Alter. Das geht nicht. Weil das passt ja auch gar nicht zu dem. Weißt du, da ist ein YouTuber, der hat überhaupt erstmal gar keine Ahnung, weder was von Kämpfen noch von der ganzen Straße, noch von der. Da kann irgendwas über Rap-Geschichten erzählen oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, finde ich, sollte er sich in gewisse Sachen so nicht unbedingt einmischen. Weil dann berichtet er über einen Rapper, boah, guck mal, der hat das gestanden, der hat das gemacht. Skandal. Genau, hier, dies, das. 2 Wochen später, ja, war das alles Betrug. Verstehst du, ich meine, hey. Jetzt redet er über die Kolja Goldstein-Thematik. Das hat ja der Sofian auch groß gemacht, beziehungsweise sehr, sehr stark thematisiert. Ist er real, ist er nicht real? Hat 3, 4, 5 Videos dazu geballert. Hat er überhaupt eine Ahnung, was er ausrichtet mit so einem, was er da anrichtet? Was er da anrichtet mit so einem? Ja, wenn man was sagt, dann sollte man schon auf jeden Fall gerade was sagen und nicht so irgendwie geschlingelt und so weiter. Gell? Und apropos, wie dieser TikToker da, der gestern gestorben ist. Wie heißt er? Luigi Marco. Na, also zu dem Hintergrund habe ich ja letztens im Twitch gesagt. Du bist jetzt so ein Twitcher geworden, ich bin Twitcher, weißt du. Herzlich willkommen zu meiner Sendung. Scheiße, aber so hast du nicht gesagt. Nein, so nicht. Nein. Das ist andere Kategorie. Aber was ich gut finde bei dir ist, du bist der Einzige so von diesen ganzen Dingern, so, ich habe mir das einmal angeguckt, du bist der Einzige, der ein Glas nimmt zum Wasser trinken und nicht. Ach so, nicht so aus der Fleisch, das ist auf nicht so aus dieser. Ich küsse doch dein Herz, ihr Team. Extra für den bösen Bub. Bruder, was war das für ein Pussy-Rübs? Das kann ich besser, aber wisst ihr, warum das so schlecht war? Stilles Eifelwasser ist das, still. Ja, aber die ganzen Rotze ist normal. Ich komm halt vom Anstand, verstehst du? Ich komme vom Anstand. Das ist ja diese illyrische Blutlinie. Genau. Das ist diese illyrische Blutlinie. Genau, und dieser Marco da, Luigi, der hat ja gestern, vorgestern, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall voll der PC und so, verstehst du? Piss. Der ist ja gestern so in seinem TikTok da live gegangen, der hatte so Sonnenbrille auf, warte, ich demonstriere das so, weißt du, und dann geht er so, Sport, und dann siehst du, wenn du auf Pause drückst, da sieht man so in den Spiegel, in der Brille, da steht einfach so ein Typ da, so ein weißen Bart, ich weiß nicht, ob das jetzt 2 waren oder 1 oder so, auf einmal siehst du das Handy so hin und her, der, den haben sie geschnappt, ist eigentlich nicht zu lachen, und dann, der Typ, dem gehört er, also, genau, wir halten uns, genau. Also, wir, wie gesagt, wir distanzieren uns absolut von Gewalt. Aber das ist halt, dieser Typ gehört zu der Sorte, die unbedingt... ich glaube, die haben das so gewalttätig rübergestellt. Ich denke mal, der Mensch war auch mit dem einen Kaffee trinken und das war's. Ja, so. Mit Sicherheit. Also, die stellen die bloß hier alles. Das haben die natürlich hier, mit Sicherheit nur gestellt. Also, ja, der plötzlich vor ihm stand, wollte nur einen Kaffee mit ihm trinken. Ja, und hat ihm vielleicht auch erklärt, was das warum hier, er das nicht machen sollte. Genau, wieso das nicht in Ordnung ist und warum sich Leute sowas auch nicht unbedingt gefallen lassen. Ja, selbstverständlich, diplomatisch. Ja, weil Gewalt ist keine Lösung und wir sind absolute Gewaltgegner. Kaffee trinken ist aber eine Lösung, um die Müdigkeit zu bekämpfen. Wobei es viel, viel effektiver ist, wenn ihr Wasser trinkt statt Kaffee. Viel Wasser. Damit hydriert ihr wieder euren Körper, vor allem nach dem Aufstehen und gebt ihm somit neue Energie. Nenn uns Pazifisten. 100%. Ja, nenn uns Pazifisten. Wenn wir es nicht immer waren, dann sind wir es geworden. Genau. Ja. Ja, aber ey, Blanco, du solltest auch mal ein Ding rüberkommen zu mir. Eine Runde Twitch. Nach den Ferien oder so. Wann hast du rein? Mit dem Bundesplatz, weil jetzt vor den Ferien hat es leider nicht geklappt, zeitlich. Ja, das könnte ich tun, aber ich bin dabei. Ja, jetzt, twitchen wir mal, Alter. Jetzt ist ja so, nochmal kurz auf die Problematik in Kosovo zu kommen. Jetzt ist ja tatsächlich so, dass die Gewalt, die da eskaliert ist in Mitrovica, sich beruhigt hat auf jeden Fall. Der Grund dafür war, dass unser Premier, der Kurti, dieses Vorhaben, was er wollte mit dem Grenzübergang. Genau. Ja, genau, also dieses ausgesetzt hat. Für 30 Tage ausgesetzt hat. Für einen Monat. Stimmt. Für einen Monat wurde das jetzt mal ausgesetzt. Deshalb ist er jetzt auch zurück, der Böse, will aber nach einem Monat wieder dahin. Soweit ich mich nicht irre, war er ja damals auch schon im Krieg, war Scharfschütze. Und ich habe mit ihm über die Thematik gesprochen und ihm gesagt, Bro, mach das nicht. Guck mal, der ist ein Influencer. Er hat Einfluss auf Leute. Er könnte mit diesem Einfluss viel, viel mehr bewirken, wie wenn er selber, sage ich mal, in eine Schlacht ziehen würde, in einen Krieg. Aber er hat seinen eigenen Kopf. Jeder ist anders. Und er hat was Schönes gesagt. Er hat zu mir gesagt, du bist nicht ein Mensch, mit dem man über so eine Thematik reden kann. Und da hat er auch recht. Ich habe da ganz, ganz andere Ansichten wie er, was das betrifft. Aber das zeigt auf der anderen Seite auch wieder, er ist für seine Heimat da. Er geht in den Krieg, er ist bereit und da sind auch alle Albaner sich einig, so habe ich das zumindest mitgekriegt, die würden für ihr Vaterland sterben. Er wäre bereit, als Kanonenfutter zu enden.
Es wäre ein stolzes Ende. Genauso wie Fatou. Fatou geht ja demnächst auch dahin und wird da die Stellung halten mäßig. Muss man nicht verstehen, aber es ist halt deren Weg, den sie einschlagen und kann man nur akzeptieren. Und danach, danach müssen wir schauen. Also deswegen bin ich auch wieder zurückgekommen, weil sich die Lage ja eigentlich auch tatsächlich beruhigt hat. Und danach muss man schauen, wie es dann weitergeht. Ja gut, in dem Fall bin ich ja jetzt in den nächsten Tagen unten. Und da bist du ja unten, hältst du dann die Stellung. Sollte da was sein, da werde ich mich natürlich melden. Du bist der Erste, du weißt Bescheid. Also ich stehe dir dann bei, auf jeden Fall. Ich weiß, Plagger, ich weiß. Genau, so viel dazu. So sollte das sein. Ich denke, jetzt um zurückzukommen auf diesen Luigi Marco oder wie auch immer der Typ sich schimpft, der wirklich, wirklich aufs Übelste Religion und Menschen beleidigt hat. Ja, ja, ich weiß nicht mal, wer das ist. Jeder kennt ihn, jeder, der wurde auch, zuschaut, kennt den. Also. Der wurde ja auch von der albanischen Regierung sozusagen zur Fahndung ausgesprochen. Stimmt, die haben da was ausgelegt. Oder haben Irland, der ist aus Irland, dieser Typ. Der lebt in Irland. Ja. Haben den um Mithilfe gebeten, den auszuliefern, beziehungsweise weil er da wirklich, wirklich gnadenlose Hetze betreibt. Gnadenlose Hetze Terrorismus verherrlicht oder Extremismus, dieser Extremismus, den er da an den Tag bringt, ja, mit nichts zu vergleichen ist, ehrlich gesagt. Auch und zu der Kategorie Volksverhetzung, glaube ich auch. Das war das volle Programm auf jeden Fall, genau. Und jetzt hat er erstmal gestern einen Kaffee trinken müssen mit jemandem. Und schauen wir mal einfach weiter, was das angeht. Ich will euch damit sagen, das sind diese TikToks und diese sozialen Netzwerke und so weiter. Da passiert ja viel solche Sachen, vor allem mit Albanern. Ne? Vor allem mit Albanern. Die beleidigen sich da gegenseitig und dann steht der ein oder andere plötzlich vor seinem Haus und da fallen Schüsse, es wird ein Messer gezückt. Meinst du unter anderem auch der Kaffee-Trinken-Fall? Ja, bei Neusi ist eine Bombe hochgegangen. Also das ist in seinem Laden, gell? Ja, das sind ganz andere Sachen. Also es ist halt wirklich so, dass wirklich es gibt Leute, vor allem die Albaner, die lassen sich halt wirklich gewisse Sachen einfach nicht gefallen. Das geht einfach nicht. Und da kommt der eine, oder da kann ich auch ein bisschen auch von mir sprechen. Ich bin ein toleranter Mensch, ich toleriere das ein oder andere, sehe mal drüber weg. Aber es gibt halt wirklich Sachen, die gehen mir wirklich sehr nah. Also, weißt du? Und dann versuche ich mich, weißt du, so auf die Art, also zurück mich selber so zu bremsen. Ja. Zurückzuhalten. Es gelingt mir auch ganz gut mittlerweile. Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich mich hier ganz gut bremsen kann. Aber, ja. Aber gewisse Sachen gehen halt doch nicht. Gewisse Sachen gehen halt doch nicht. Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Und bei uns sagt man ja auch, ein ausgesprochenes Wort ist wie eine abgefeuerte Kugel. Ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ja. Also man muss sich schon genau überlegen, was man dann wirklich... Es gibt gewisse Sachen, es gibt Fehler, die kann man machen. Es gibt aber Fehler, die soll man nicht machen. Ne? Ein Verräter, das Snitch zum Beispiel, der jetzt einen hinhängt, der kann jetzt danach auch nicht sagen, oh sorry, scheiße, ist mir so rausgerutscht. Ja. Placo, es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Es gibt einfach Sachen, die macht man einfach nicht. Man kann über einiges hinwegsehen, aber manche Dinge geht einfach nicht. Genau. Und deswegen würde ich sagen, passt auf euch auf, seid auf alles gefasst auf jeden Fall. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wir wirklich nicht wissen, in welche Richtung sich hier die ganze Sache bewegt. Es ist fliegen auf jeden Fall Raketen und Kanonenkugeln und alles Mögliche. Und es ist wirklich sehr schade. Schade. Ja, Krieg ist scheiße. Es ist wirklich sehr schade, weil, wie gesagt, der Leidtragende am Ende ist halt wirklich der Schwache. Ja, Mann, Placo. So ist das Schlimmste, ist, wenn jemand in der Angehörige verliert oder sonst irgendwas, dann weiß man auch den Schmerz wirklich zu spüren, sozusagen. Und diesen Schmerz und so sollte niemand haben. Ja, den wünschen wir niemandem. Wünschen wir niemandem. Passt auf euch auf. Bleibt gerade, bleibt stabil, bleibt standhaft. Jetzt ist erstmal Urlaubszeit. Geht in den Urlaub, erholt euch. Ich bin wieder hier. Macht euch keine Sorgen. Er ist hier und ich werde weg sein. Nein, ich bin hier, macht euch keine Sorgen. Genau. Ja, Placo. Ich halte die Front hier. Auf jeden Fall. Abonnieren, experience, Leute. Haut rein. Oh, sehr interessante Folge, muss man sagen. Ja, immer wenn er so in die Schiene Politik abdriftet, merkt man, dass er im Grunde genommen im Herzen ein absolut korrekter Mensch ist. Ne? Der Ehre hat, der Stolz besitzt. Das sind wichtige Werte, die leider heutzutage aufgrund der Entwicklung dieser Gesellschaft immer mehr in Vergessenheit geraten. Das sind ja auch so Dinge, die ich nicht so feiere, dass das in Vergessenheit gerät. Man muss einige Werte oben halten. Man darf die nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ich muss sagen, super Folge. Hat mir gut gefallen. So viel dazu. Wie gesagt, Fatou ist unten in Twitch verlinkt. Könnt ihr sehr gerne abchecken. Den Song, um den es da ging, wo die halt sagen, ja, warum haben die nicht auf was Positives reagiert, blablabla. Den habt ihr ja in meiner Instagram-Story gesehen mit Swipe Up. Könnt ihr auch sehr gerne abchecken. Ist so ein Ding, da kann man wirklich abfeiern. Ja, habe ich mir nebenbei reingezogen, wo ich hier am Arbeiten war. Den verlinke ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Diese Folge ebenso könnt ihr auch abchecken. Und ihr könnt mir auch reinschreiben, sehr, sehr gerne, aber bitte auf vernünftig, auf höflich, auf
aufeinander zukommend mit Respekt, nicht dass irgendein Beef oder so entsteht, was ihr von der Situation hier in Kosovo haltet. Glaubt ihr, es wird noch knallen oder glaubt ihr, die kriegen es hin, nochmal eine friedliche Lösung zu finden, was ich natürlich absolut befürworten würde. Naja, das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch geht's gesundheitlich gut. Ihr seid zufrieden, ihr seid glücklich, euren Familien ebenso. Bis dann und ciao!